Hallo Sandra. Hi, Thomas. Wir haben uns noch nicht gekannt bis jetzt. Nein. Aber spielt doch keine Rolle. Hauptsache, wir reden über ein spannendes Thema. Finde ich auch. Als ich das zuerst gelesen habe, habe ich gedacht, Man on Film. Habe ich gedacht, ja, ich bin ein Schauspieler. Hm. Und dann habe ich so ein Bilder angeschaut und dachte, ja, super. Und dann irgendwann habe ich gedacht, oh, das ist ja analog fotografiert. Also, und dann hast du noch geschrieben, etwas von Kontaktkamera. Und ich sage, was? Kontaktanalog, ja. Mhm. Also, du machst ganz viel, du machst Hochzeiten, Paar-Shootings. Ah, ja. Mhm. Du machst auch Leute, die auf Hochzeiten fotografiert hast, noch ein Paar-Shooting mit einem anderen Partner. Psst. Passiert nicht so oft. Passiert nicht so oft, dass es gibt. Und grundsätzlich Porträt. Du bist schon seit bald 2 Jahren selbstständig. Mhm, sogar länger, ja. Ja. 2019 also ja, auf deiner Website. Genau. Stimmt. Damals offiziell angekommen. Aha, okay, gut. Da schaut nicht zu. Ja, ist klar, es ist auch ein fließender Prozess. Also, ja. Du fährst irgendwann mal an, tust dich anbieten auf dem Markt und dann irgendwann merkst du, oh ja, jetzt könnte ich eigentlich. Genau, ein bisschen mehr. Oder hast du keine Zeit mehr zum Arbeiten gehen, keine Lust mehr. Oder in meinem Fall hast du ein Burnout gehabt mit 21. Ihre Wort. Ja, ich habe leider damals ein bisschen zu viel gearbeitet. Apotheke, Pharmaassistentin, Visagistin, Parfümerie-Managerin und Tillet und Hausfotografin im Bolero. Irgendwann hat sie gemacht, gut, ja, das ist ja natürlich schwierig. Aber ich sehe es immer so, mir hat mein Leben früh gezeigt, was ich wirklich will. Ja. Und mir geholfen, mich auf den richtigen Weg zu begeben. Natürlich, also schlussendlich war es einfach so ein Weckruf, der dir gesagt hat, hey, jetzt musst du dich vielleicht nicht mehr entscheiden und nicht zu viel auf einmal machen. Ja? Genau. Du bist in Zürich unterwegs, aber auch sonst überall ein bisschen. Ja, genau. Also ich bin inzwischen in Zürich zuhause, reise aber sehr viel. Und wie vom Dialekt her, nicht aus Zürich? Ich bin aus dem Thurgau. Ursprünglich von Frauenfeld, aber ich kann es schon ein bisschen kontrollieren. Okay, gut. Ja, nein, meine ganze Familie, all meine 40, 50 Nasen sind im Thurgau. Okay. Ich hoffe, ich darf trotzdem hocken bleiben. Ganz authentisch sein. Sehr gut. Ich denke, die Schweizer verstehen dich problemlos. Sehr gut. Und die Deutschen sprechen mich auch nicht direkt an mit dem Format. Nein. Das erste Bild, das ist erst heute Morgen gekommen. Du hast mir ein paar Bilder geschickt, ich habe dir eine Präsentation tun und dann hast du gesagt, du hast noch irgendwie 2 andere und ich so, ja, den muss ich unbedingt nehmen. Er schafft im Fall nur am Vormittag. Ich, ja. Ich lese auch nur Mails am Vormittag. Ja, eben, die einen haben ein Burnout, ich bin eher ein bisschen Burnout gefördert, das ist, wenn man zu wenig zu tun hat und zu wenig macht, aber das ist ein anderes Problem. Nein, das macht ich. Können wir gerne mal in einem anderen Kontext diskutieren. Sehr spannend. Einerseits der Typ, wie er angelegt ist, schwarz-weiss, hat auch farbige Bilder gehabt. Ich habe mich für schwarz-weiss entschieden, die rausgenommen. Cool. Und ich habe gedacht, eigentlich müsste ich das auch mal machen. Ich habe lange auf der Straße fotografiert, sehr intensiv. Hm. Und das ist im Prinzip genau der Look, den ich, oder du zum Teil siehst auf der Straße, wo du aber nur mit schwarz-weiss machen, nicht anbringst, weil wenn du noch eine Kamera hast, die aus dieser Zeit ist, also aus dieser Zeit in Anführungszeichen, habe ich das Gefühl, das kommt dann noch viel besser über. Mhm. Ich finde auch, also der Stil kommst definitiv, oder an diesen Stil kommst du besser an mit einer 80er-Jahr-Kamera, sage ich jetzt mal, weil die heutige Digitalfotografie ist einfach so super und so scharf und alles ist perfekt. Es ist scharf und perfekt und das ist eigentlich das, was viel irgendwie nicht verstehen. Ich musste das auch irgendwann lernen. Ich habe mal das Bild aufgeladen, oder Wellen aufgeladen, das nicht ganz scharf war. Das kann ich jetzt nicht aufladen. Da kommt jetzt einfach nichts anderes, dann tue ich das einfach auf. Und das ist eines der besten Bilder geworden, weil einfach der Inhalt so gut ist und die Unschärfe passt halt zum Bild. Und was sich überhaupt niemand, also wenn sich jemand, das sind eh nur die Fotografen, 100% reinzoomen und schauen, ob es scharf ist. Also meine Mutter würde das nicht machen. Die würde irgendwie denken, ich war irgendwie an einem Fest, ich bin aufgenommen worden von einem Fotograf, mir gefällt das Bild, weil ich gut drauf bin, weil ich den Moment irgendwie gut, wo du den Moment gut eingefangen hast und nicht, weil das Bild scharf ist. Wenn du nur aufgrund von der Schärfe vom Bild entscheidest, ob das Bild gut ist, dann stimmt etwas nicht. Genau, ich sehe es genau gleich. Ich liebe unscharfe Bilder und teils mache ich sie auch extra. Okay, das ist die Frage, habe ich gerade drauf, weil ich zu dir dachte, das ist jetzt schon ein bisschen stark unscharf. Nein, die Unscharfe hast du gar noch nicht gesehen. Okay, die sind noch unscharf. Ja, wenn es natürlich ganz, wir sehen noch ein paar. Gut. Also der Typ, extrem cool, im Kaffee,
was ist, ist es irgendein Auftrag gewesen, oder? Also sind es grundsätzlich Auftragsarbeiten oder sind das freie Arbeiten? Das ist es eben. All meine Man- und Filmgeschichten mache ich als Personal Project. Also ich bin bis jetzt nicht gezahlt worden für diese Aufträge. Würdest du aber Geld nehmen, falls jemand würde? Ja, auf jeden Fall. Für welche Zahlen? Hey, Filmphotography ist sehr, sehr teuer. Ja. Nein, von dem her, ich mache das als, ja, wie sagt man, Personal Project. Ja. Weil, wie auch du, wir sind den ganzen Tag unterwegs, arbeiten oder bekommen Aufträge und müssen das machen und für das bekommen wir das Geld. Und ich finde, zum kreativ sein, musst du irgendetwas haben, ein Monatsprojekt oder ein Jahresprojekt, das dich oder deine Kreativität fördert. Darum, Männer auf Film fotografieren, habe ich bewusst gewählt, weil Männer sind erstens ein bisschen ruhiger oder anders als Frauen, definitiv zum Fotografieren. Sie haben am Anfang Hemmungen, so wie ich es einmal wahrgenommen habe. Das haben ja Frauen auch. Das haben ja alles das Gefühl, nicht. Aha, das haben also alles Gefühl, sagen nicht fotogen irgendwie. Ja, das meinen alle. Nein, bei mir habe ich das Gefühl, Frauen lassen sich schneller, oder gehen schneller auf. Und bei den Männern ist halt, ja, es ist das Antasten und ich liebe es, Männer zu fotografieren, weil sie sind ruhig und sie sind mit wenig... Zufrieden. Ja, also wie kann ich das sagen? Ja, das ist, stimmt, ja. Nein, du kannst ganz... Ja, wir haben schon weniger Ansprüche und sie sind schneller mit einem Foto zufrieden. Genau. Und bei der Frau musst du immer da die Pose machen und Männer, die müssen einfach da stehen und sehen gut aus. Ja, ja, das ist schon so, weil wir sind doch auch... Ja, ich weiß nicht, für was die zwei Posen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Linke... Mhm. Finde ich jetzt sensationell. Das geht jetzt irgendwie, das zeigt mir jetzt einen Mann, der ist wahrscheinlich etwa, was ist der, etwa 50, 45, zwischen 45 und 55. Mhm. Und dann würdest du jetzt irgendwie abnehmen, dass er irgendwie ein Kaffeeliebhaber ist, der in einem Kaffee geht und einen Kaffee trinken und sagt, der Kaffee ist im Fall super. Genau, und wegen dem, übrigens, er ist Italiener, es ist genau, italienisches Kaffee. Jawohl. Und ich habe die Männer, die ich jetzt fotografiert habe, immer in ihrem Hobby oder in ihrem Metier wollen festhalten oder in ihrem Leben. Aha. Ich sehe es vielleicht nachher bei den anderen, aber ja. Der Davide, das ist der Davide, habe ich wollen im italienischen Kaffee festhalten. Und Zürcher, stolze Zürcher. Ja, das Coole finde ich, also das linke Bild, da kannst du nicht sagen, wann das Bild gemacht worden ist. Am Vormittag unter der Woche. Ja, aber was für ein Jahr. Auf der rechten Seite, wo du die Zeitung siehst, dann siehst du die Zeitung, die 2017, 2018 gemacht worden ist. Aber das Linke sieht aus wie 70er Jahre, 80er Jahre, auch vom Mobiliar her. Und deshalb finde ich es so spannend, dass du das auch Film gewählt hast, weil es dann einfach noch sehr aus dieser Zeit ist. Mhm. Das ist wie wenn ein Maler ein Bild fälscht, das früher nicht gemacht wurde und genau die Farben und genau die Materialien nimmt, dann passt es einfach. Ja, also ich finde, es ist unglaublich cool. Und unscharf. Ja, also, welches? Ja, es ist ein bisschen dunkel gewesen, wahrscheinlich. Ja, sehr. Genau. Gemerkt. Die Filme sind pusht übrigens. Man kann ja am Fotolabor sagen, hey, übrigens, Guys, ich hatte zu wenig Licht gehabt, dann die Rolle noch ein-, zweimal pushen. Das heisst, sie dann sie einfach so und so viele Sekunden länger im Bad lassen. Dementsprechend wird das Bild auch länger entwickelt und heller. Mhm. Führt aber zu mehr Kerning, was ich absolut cool finde. Ja. Ich habe kein Problem damit. Also sollst du einfach nicht selber entwickeln? Nein, ich habe ein Fotolabor in Spanien. Carmencita Film Lab, das ist inzwischen ein 40-köpfiges Team oder 60-köpfiges Team. Und die bekommen Filme von überall von der Welt. Sie haben extrem viele Fotografen aus Japan und sehr viele coole Schweizer übrigens. Ja. Habe ich auch den damals erfahren, wo ich war. Und sie sind spezialisiert auf Film und sie haben auch frische Chemikalien, weil sie bekommen viel mehr Film als jetzt hier jemand in Tägerwilen. Schön mit dem Frittieröl. Genau, es sind immer frisches Frittieröl. Ja, logisch. Das ist natürlich auch das Thema, wenn du zu jemandem gehst, das nicht so häufig macht, dann ist das vielleicht nicht optimal. Ist nicht das Gleiche, genau. Und sie dir deine Rolle entwickeln, sie dir scannen und sie dir im Lightroom bearbeiten, wie sie du willst. Ah. Sagen wir mal, mein Stil ist eher warme Bilder zu haben. Ich will unbedingt die, wie sagt man auf Deutsch, Distortion, weil das 50mm oder das 80mm von der Kontakt ist ja so ein bisschen wie Bogen. Ja. Und ich will sie gerade haben und das tun sie immer schön gerade stellen für mich. Und, ja. Also du hast ja das Profil, das sie wissen, um sie bearbeiten. Also sie tun es entwickeln und bearbeiten und du kommst fix fertige Bilder. Genau. Okay. Es gibt zum Beispiel eine Fotografin in Paris, die ist bekannt für ihre pinkigen Bilder. Sie gehen immer ein bisschen ins Magenta rein. Ja. Und da weiss man, hey, das ist die und die Fotografin. Ja, natürlich. Also der eigene Stil entsteht ja schon aus gewissen Merkmalen, die bei den Bildern wieder gleich sind. Genau. Ja.
Dann hier auch ein bisschen weiter weg. Was ich auch spannend finde, du hast alle Bilder im gleichen Format, also ja. im gleichen Verhältnis. Ja. Ich muss mich vielleicht ein bisschen mehr bewegen. Nein, nicht bewegen. Also da ist es zum Beispiel bei beiden Bildern, ist, also ja, es ist wahrscheinlich auch vom Dings her, also bei denen da ist es jetzt, dass der Kopf genau in der Mitte ist auf dem Bild. Ja. Also beim linken fällt es mir noch eher auf, dort würde wahrscheinlich bei den Türen, oben der Türen abschneiden und sagen, es ist jetzt einfach nicht mehr ein 3:4 oder 4:3, sondern irgendein 5:4 oder 4:5 oder irgendetwas. Ich halte nichts von vorgegebenen Bildverhältnis. Sehr gut. Ich auch nicht. Und das rechts könnte man wahrscheinlich auch noch quadratisch beschneiden, weil oben am Kopf passiert nicht mehr so viel. Aber ja. du lässt es bewusst so, ist das irgendein Grund? Oder ist das... Ich habe die Weite noch schön gefunden auf dem Bild, dass das hell war oben. Und unten habe ich es bewusst abgeschnitten, weil der Boden hat, ist mir zu präsent gewesen. Ja, ja. Im Nachhinein. Ich finde es immer besser, wenn man mehr drauf nimmt, dann kannst du im Nachhinein schneiden. Für den Block. Im Analogen kannst du natürlich sowieso wahrscheinlich noch mehr, also hast du relativ viel Bildmaterial. Ja, genau. Und, ja. Ja. Das fällt mir erst jetzt auf rechts, hast du noch zwei Notebooks drauf. Ja. Passt eben jetzt nicht zu dem Style, wo du sagst, es ist 70er, 80er, aber das ist echt genau. egal. Aber sehr cool. Was macht denn die Faszination analoge Fotografie aus? Du könntest das Gleiche auch digital machen, vielleicht noch einen Filter, zwei mehr drauf tun. Aber du machst es bewusst nicht, du tust bewusst die Filme auf Spanien schicken, es geht wahrscheinlich 3 Wochen bis wieder und kostet einen Haufen. Ja. Ja. Warum? Für mich ist es eben nicht unbedingt nur das Ergebnis, das du bekommst nach 2-3 Wochen. Manchmal geht es 4 Wochen, es ist Spanien, die machen viel Siesta. Ja, das mache ich auch, das ist super. ja, es geht auf jeden Fall immer recht lang. Ich finde, das Faszinierende ist erstens das Warten. Wir alle sind gezwungen, dass wir Geduld haben. Wir müssen warten, bis das zurückkommt. Und es ist an und für sich der Fotografieprozess. Also am besten, eigentlich müsste ich dich mal fotografieren, dass du weißt, was ich meine. Du bist, wenn du analog fotografierst, viel vorsichtiger und du überlegst zweimal, lohnt sich das Bild? Weil das Bild kostet 2.50 Franken oder 3 Franken. Ein Bild kostet 3 Franken? Ja, schon. Wegen der Bearbeitungszeit und okay. Ja, also die Rollenposten kostet. Das Bild schiessen ist an und für sich... an und für sich gratis, aber wenn du es rechnest mit dem Shipping und mit der Bearbeitung und allem. Okay. Wenn du noch eine Expressbestellung machen willst, wenn du Bilder innerhalb von einer Woche haben, kostet es doppelt so viel. Von dem her, es ist der Prozess, sprich, du bist langsamer und bewusster am Fotografieren. Mhm. Und du tust, bevor du abdruckst, tust vielleicht doch schnell das Mikrofon oder etwas richten, alles schön positionieren und dann. Die Herausforderung ist dann aber, wenn du Events fotografierst, dass du schnell bist. Ja klar, das ist der komplette Gegensatz. Also aber wenn du es schaffst, dann ist es wow. Ja. Also es ist mehr das Fotografieren selber, es ist wie früher. Du sollst es mal probieren. Ich habe glaube ich 1,5 Film analog fotografiert, an die Kamera nachher verschenkt, die habe ich irgendwo mal überkommen. Oh und ich bin nicht sehr warm geworden, ich habe Bilder gar nicht mal selber. Entwickelt, oder mal entwickelt. Ich weiß gar nicht. Ich habe es mal gesehen, wie sie den Rest des Films noch entwickelt. Mhm. Aber ja, es ist wahrscheinlich schon ganz etwas anderes. Mhm. Und sehr, sehr schwierig wahrscheinlich auch zum Belichten und alles. Ja, zeigen wir die Kamera. Nein. Oder wie du schaffst. Bevor wir zu der Kamera gehen. Tada! Belichtungsmesser, ja. Den brauchst du! Und nur schon da, du musst den Führer nehmen, du musst das Licht einstellen. Ich hatte auch mal daheim, das geht jetzt noch. Ja, also es geht, aber eben, du musst eins, zwei, du musst ein paar Sekunden länger zu fotografieren. Ja, aber bei diesen Geschichten tust du ja grundsätzlich mit dem Model kommunizieren und so erzählen und der Druck läuft viel weniger ab, sonst drückst du einfach ab und schwätzt und so und jetzt musst du halt ein bisschen mehr vorbereiten. Ja. Und das Ding ist ja noch faszinierend, das Model selber oder die Person, die sich fotografieren lässt, fühlt sich viel wertvoller. Das stimmt. Das ist verwandt. Das kann ich mir vorstellen. Einfach ein schlechtes Gewissen, wenn er nachher mal blinzelt hat. Oder uns blinzelt, siehst du gar nicht. Oder nein, fällt das auf? Ja, wenn die Person gerade dann blinzelt, dann... Weil du musst ja dann, du kannst nicht hinten dran schauen, ist jetzt gut geworden, mach nur einen Scheiß. Wenn du das Gefühl hast, die Person hat blinzelt, musst du nochmal eins machen. Wie viele Bilder machst du denn jeweils bei so? Eben, das sind etwa 2-3 Filme, die du durchlässt. Ja, genau. Also auf der. Da habe ich auch mitgenommen. Tada! Erstens. Das ist eine ganz grosse Tasche dabei. Das ist die Box, die ich einmal poste, Fujifilm. Da hat es 5 Rollen drin. Aha. Und die sind jeweils in einer Folie verpackt.
Also die, die Jahrgang 2000 oder Ende 1900 haben, das ist im Fall Film. Ja. Das ist gleich wie die Kassette, die man früher gehabt zum Hören oder Schallplatten. Hey, die sind schon 18 übrigens. Stimmt. Schon schnell. Aber die hat das noch nie gesehen. Nein. Und wenn man den Film auspackt, sieht er so aus. Und auf dem Film hast du 16 Schüsse. Ah, das ist nicht 35 mm? Nein, das ist 120 mm. Also ja, sprich, also die sind 6x4,5. Das ist wie Mittelformat. Ja, genau. Und ja, das heisst, ich nehme einmal so einen Pack mit. Da hat es, wie gesagt, 5 Stück drin. Und in der Regel brauche ich 2 bis 3 von diesen Rollen. Ich jetzt, es gibt andere Fotografen, die schiessen drauf los. Ka-ching, ka-ching, ka-ching. Ja, klar, das ist schon. Ich bin ein bisschen vorsichtiger und überlege es mir zweimal, ob ich so ein, ja, ein Bild will nehmen oder nicht. Mache ich oder nicht. Okay, spannend. Ja. Hast du dich schon mal auf Film fotografieren lassen? Einmal der Patrick Ludolf von Hamburg, ich habe mir gesehen, dass er die analoge Kamera dabei hatte und hat das gemacht, aber die Bilder sind nicht so gut geworden. Mm. Wieso? Wir holen das nach. Okay. Wir machen das mal nach. Gut, eine nächste Serie. Genau. Von Winterthur wahrscheinlich. Ja, oder? Genau. Das ist das Campen, wenn man nicht mal gesehen hat. Kennt man, gell? Das ist der Katharina Sulzer Platz. Das ehemalige Sulzer, oder die ehemalige Sulzer Fabrik, die noch halb steht. Leider sind es alles am Abreissen. Ich hatte die letzten 7 Jahre mein Studio da gehabt. Okay. Und sie sind ganz viele Wohnungen am Bauen und alles, aber egal. Zurück zum Miguel, das ist ein Beatboxer, sehr ein Bekannter von Schaffhausen. Und ihn habe ich bewusst auch dort fotografiert, weil ich habe die Synergie wollte von, eben, von der urbanen Location mit dem speziellen Mann. Ja. Ein Portrait, sehr viel Unschärfe, wahrscheinlich das Mittelformat. Aber das Auge ist doch scharf, ja, Thomas. Ja, ich meine, sehr viel Unschärfe, Schärfebereich. Ah, ja. Nein, das Auge ist alles ist gut, alles gut. Was ist das für eine Brennweite? Also jetzt rechts mit Portrait, wahrscheinlich relativ lang, oder? Ich habe, also alle Bilder, die ihr hier seht, habe ich mit der Contax gemacht, mit dem 80 mm. Jawohl. Das ich habe nur das, genau. Das ist umgerechnet etwa 50, oder? Ja, genau. Genau. Das ist ja andersrum der Kropffaktor. Ganz genau. Und ich habe in der Regel Blende 2. Mhm. Darum habe ich so eine Unschärfe einmal drin. Ja. Und das Maximum, das ich am Laufen gehe, ist 2,5. Und 2 wow. Ist das Maximum, das du auftun kannst? Ja, genau. Okay. Leider geht nicht mehr. Genau. Ja, dann gehst du einfach entsprechend weiter zurück für, genau, für andere Bilder. Also relativ simpel. Ja. Ah, und übrigens der Sound, wenn du das Bild machst, der Sound ist so cool. Der Sound? Von der Kamera, wenn du das Foto machst. So, leider habe ich meine Kamera nicht da. Sie ist in Reparatur in New York. Okay. Also eigentlich ist sie gerade auf dem Heimweg. Ich bin letztens in der Masoala-Halle fotografieren. Und, hat sich jetzt Feucht bekommen. Genau, leider war dann ein kleiner Fungus drin. Und ein super cooler Japaner hat jetzt das rausgeputzt, rausrepariert. Und jetzt kommen sie dann wieder über. Aber ich hätte ein kleines Video, wie ich sie lade, wenn du willst. Also, wir blenden jetzt das Video ein. Und das ist eben der Sound, ja, natürlich der Sound. Das sagen viele, dass wenn es das Auslösen, das Nachladen, ist natürlich schon etwas ganz anderes. Das Gefährliche ist in der Kirche. Ich habe sie ja auch auf vielen Hochzeiten dabei. Wenn du siehst, hey, das ist der 16. Frame, das 16. Bild. Wenn ich jetzt das Bild mache vorne bei der Kirche. Dann fahre ich einfach zurückspulen, ja. Genau. Darum, ich versuche immer das letzte Bild schnell draussen zu machen. Oder ich gehe bewusst raus oder gehe hindern und mache irgendwie ein Kind oder irgendetwas. Aber in dem Fall ist es nicht komplett manuell, also es hat zurückgespult oder automatisch? Zurückspulen tut automatisch, wenn du noch Batterie hast. Okay, gut. Oh, ja, so. Das sind alles so Sachen, wo du aufpassen musst. Du musst immer genug Batterie dabei haben, du musst am besten 2 Bodies haben, aber da ich ja Hybrid fotografiere, sprich rechts habe ich meine Contax und links habe ich meine Canon. Mit dem 50 mm. Schätzen das auch Kunden beim Hochzeitsfotografieren, dass du, oder merken das überhaupt? Also teils, jetzt nachher auf den Bildern? Ja, nein. Teils ja, teils nein. Ich sehe sie nämlich bewusst oder sie sehen es auch. Und sie nehmen sich dann auch, oder sie achten sich mehr, wie sie sich verhalten.
Wenn ich sie fotografiere, genau, und denke so, oh Schatz, Schatz, jetzt musst du wirklich mich ganz verliebt anschauen. Genau, also sie sind ein bisschen vorsichtiger, ja. Aber klar, man kann im Nachhinein mit Lightroom alles recht ähnlich bearbeiten, aber es ist nicht ja, das Gleiche. Ja, es ist schon so. Man sieht es, also ich weiss noch, früher hat mein Fotolehrer gesagt, man sieht einfach einen Unterschied zwischen analog und digital. Ich habe ihn nie gesehen, ich muss sagen, man sieht es schon, wenn man sich achtet. Ja, es ist ein... ganz eine andere Art. Und eben durch das, dass es Mittelformat ist, hast du auch viel mehr Schärfentiefe und kannst natürlich... Aber eben scharf stellen, schaffst du mit Stativ? Nö. Einmal einschnaufen, kurz die Luft anhalten und das Foto machen. Ja, und der macht dann das gleiche einschnaufen, die Luft anhalten, weil das ist ja dann schon sehr... Genau, ich zähle einmal, sage 3, 2, 1. Wobei, gell, je nach Kunde, teils sind sie nervös, wenn du runterzählst, denkst du, oh Gott, jetzt geht's los. Ja, das schon. Und eben, das ist so, und wie gross ist die Kamera? Physisch sie ist schon, also das Objektiv selber sieht aus wie ein 50mm mit dem Plastik vorne, mit dem Schutz, mit der Sonnenblende. Und der Body selber ist halt eher ein bisschen die Länge gezogen. Ja. Ich bringe sie dir. Nein, wir machen das Shooting. Okay, sehr gut, sehr gerne. Verschiesse ein paar Rollen mit dir. Ja, eine Rolle muss die lange. Eine andere Frage, wie gut kennst du deine Models? Mhm. Und, oder wie wichtig ist der persönliche Kontakt? Weil ich bin der Meinung, besser du ein Model kennst, umso näher oder intensiver oder intimer ist die Atmosphäre oder umso besser kannst du jemanden fotografieren. Wenn ich der Meinung, umso einen besseren Zugang zur Person kommst du über. Ich finde es recht schwierig zu sagen, weil ich habe auch schon Leute gehabt, die ich sehr gut kenne, die in meinem Freundeskreis sind und die sind dreimal mehr nervös gewesen, weil sie denken, oh nein, es ist Sandra. Und, also, okay. Und sie haben sich wie nicht zusammengerissen. Weißt du, professionell zu sein oder einfach mal... Ja, das ist dann die andere Geschichte. Sagen, so, hey, komm, nur wenn wir uns kennen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Ich persönlich finde, der Kontakt oder das Kennen vom Model ist wichtig. Darum rede ich auch, bevor ich jemanden fotografiere. Hey, wie geht's? Also weißt du, und auch während dem Shooting, dass du nicht sagst, okay, jetzt gehen wir da, jetzt machen wir da, sondern dass du auch vielleicht während dem von A nach B laufen, hey, hast du bald Ferien geplant oder wo bist du letztes Mal gewesen? Ich kann morgen auf Mallorca. Soll ich das Shooting in Mallorca machen? Nein. Wow. Ja, um ein bisschen zu sprechen. Ja, genau, also ich finde, während der Bilder solltest du miteinander reden oder eben fragen, sehr viele Fragen. Du zeigst Interesse und die Person kann sich eher... entspannen. Genau. Ja, okay. Nicht mehr aus der Schweiz? Nein. L.A.? Also man sieht es hier jetzt noch nicht, aber auf dem nächsten Bild. Genau, weil ihn zum Beispiel habe ich nicht gekannt. Ich habe ihn am Abend vorher in einer Gay-Bar kennengelernt in Los Angeles. Was machst du in einer Gay-Bar? Ich habe zwei, drei Ladies gehabt, die gesagt haben, wir müssen unbedingt dort an. Und ich dachte, okay, ich habe einen Freund. Don't worry, baby. Und auf jeden Fall habe ich den Mann den gesehen und ich so zu meiner Kollegin, hey, ich würde den sofort fotografieren. Und sie so, geh. Und ich so... Ja. Nein, das kannst du nicht machen. So der Schweizer in mir. Nein, das kannst du nicht machen. Du bist ja nicht Schweizer, ja. Nein, aber ja, eigentlich schon. Ja, ich bin 12 Jahre auf die Welt gekommen. meine Eltern haben sich 12 Jahre kennengelernt und wir sind als Schweizer auf die Welt gekommen. Also sprich, ja, ich glaube. Also wir haben einen Schweizer Pass, den ich denken kann, aber die Haie reden wir halt schon serbisch-kroatisch und aber in dem Moment bei Schweizer sind es nicht traurig, nicht anzusprechen. Genau, auf jeden Fall hat es mich dann doch gepackt. Und ich so, nein, komm, so eine Nase bekommst du nicht so schnell in der Schweiz. Bin ich zu ihm an, ich so, hey. Ja, die Frisur und der Bart und auch das Gesamtbild und auch die Ausstrahlung. Ja, mega. Also er war schwul im Nachhinein, wie sich es herausgestellt hat. Aber ich habe ihn so hübsch gefunden und so sympathisch. Ich so, hey, nein, Junge, wir haben in Downtown auf einem Dachshooting, kommst du? Also ja, sicher. In L.A. sind eh recht viele Menschen offen. Ja, aber ich glaube, in der Schweiz würde das vielleicht auch noch. Du musst es einfach den Leuten gut verkaufen, die sind meistens ein bisschen misstrauisch, aber ein paar Bilder zeigen, das möchte ich machen. Genau. Und dann, wenn die Leute Bilder bekommen oder so, dann... Also ich glaube, wenn sie Zeit haben, die meisten haben keine Zeit, oder dann irgendwie, ja, vielleicht... Ja, aber einfach mal fragen. Mhm. Ja, ist das schon cool mit den Wolkenkratzen, mit den Spiegeln am Boden. Er ist tatsächlich noch dort aufgesessen. Er war ganz cool, gewesen. Ich bin ausgeflippt. Ich habe ein bisschen Mühe mit der Höhe. Also nicht, dass ich Höhenangst habe, aber... Okay. Ja, aber das sind zwei, eben schwarz-weiß und farbig. Schöner beim Farbigen ist, dass es so ein ganz dezent ist, so ein bisschen grünlich, bläulich. Genau, apropos Farben. Ich finde, bei der Filmfotografie sind Farben so
speziell. Ach stimmt, du musst eigentlich den Film wechseln. Genau, ja. Überlegen. Also du musst zuerst, ja, du machst zuerst einen Film schwarz-weiß, ja, und dann so machst du einen Film farbig. Und du kannst jetzt nicht denken, ich tue es nachher irgendwie überlegen. Aber ja, das ist gezielt, bewusst genau. So. Ich habe das extra noch mitgenommen, um dir zu zeigen. Und zwar, es gibt von Kodak einen Film, zum Beispiel der Portra 400, der ist ein bisschen kontrastreicher und ein bisschen geller. Jawohl. Dann gibt es Farbig. Fuji ist mehr so ein bisschen grünlich-pastellig. Jawohl, das wäre dann von dem, wo du ja, genau. Und es gibt auch noch Schwarz-Weiß-Film. Und dann gibt es halt je nachdem mehr kernig oder weniger. Aber eben. Du musst auch überlegen, welchen Film willst du mitnehmen zu welchem Shooting? Oder zu welcher Tageszeit? Ich finde zum Beispiel den Fuji super, wenn es dunkel ist, weil dann kannst du besser pushen. Und den Kodak liebe ich, wenn es schön hell ist. Den kannst du mehr in Los Angeles brauchen, den musst du mehr in der Schweiz brauchen. Ja, aber das Krasse ist die Erfahrungswerte. Die musst du ja alle mal gemacht haben. Mhm. Also, wie viele Filme hast du geschossen? Durchgelohnt? Ein paar. Also ich habe von meinem Fotolabor letzte 3 Boxen zurückbekommen mit Film. Und die sind ja dann flach. Und also 3 so grosse Boxen Film verschossen. Ich muss vielleicht mal schauen, was für einen Betrag ich schon ausgegeben habe. Ja, eben, ich glaube schon, musst du das auch verschaffen, dass es ein Burnout und so viel. Nein, aber hey, eben genau wegen dem. Ihr könnt ja Bilder einschicken. Ihr wartet. Ihr könnt Zeit verbringen mit eurer Familie, mit den Freunden. Ihr könnt gar kein Burnout über, weil ihr müsst nicht hinter einem Computer sitzen. Das ist der Vorteil von vielen. Das stimmt. Okay, gut. Das kostet einfach viel mehr. Wobei du könntest ja theoretisch heutzutage die Bilder auch direkt auf der Speicherkarte finden, schicken und bearbeiten mit deinem Stil. Ja, aber schon so. Ja, und der ganze Prozess ist viel entspannter. Du bist nicht so hektisch unterwegs, du machst viel weniger Bilder, musst ein bisschen mehr studieren. Ja. Aber das schadet grundsätzlich nicht, auch beim Fotografieren. Ja, sehr gute Ausstrahlung, der Typ. Mhm. Eben die Farbe. Im Lightroom, die Farbe zu bearbeiten, schwierig. Es ist möglich, aber du brauchst wie viel Kamera. Wie kommt es zu der Kamera aus? Also wie viel ist jetzt da bearbeitet? Nichts. Wenn, dann nur ich einmal die Augenschatten ein bisschen aufhellen. Ja. Oder wenn es gerade einen gemeinen Pickel hat, tue ich den weg. Aber sonst? Ja, bei der Schwarz-Weiß kannst du einfach ein bisschen Kontrast. Genau. Oder, ja. Das Einzige, was ich einmal machen muss, ist Bilder gerade stellen. Ja, eben wegen der Verzeichnung. Genau. Bist du der Meinung, dass eine Frau einen Mann besser fotografieren kann als ein Mann einen Mann? Nein, ich bin nicht der Überzeugung. Ich habe das Gefühl, es liegt an der Person. Persönlichkeit von der Person, der Mann oder Frau. Genau. Jawohl. Ich finde, also nein. Ja, kommt das darauf, ist... wie du mit dem Model umgehst. Egal, natürlich, ja, ob Chemie stimmt. Schlussendlich ist Chemie stimmt. Es kann ja sein, dass, dass das bei Mann und Frau gleich ist oder gleich gut ist. Das, ja. Ich glaube einfach, ich mache es einfach gern. Darum liegt es mir vielleicht. Dass ja, und das spürt man ja auch. Deine Faszination für die Fotografie und deine. Ja, wie du so das Thema brennst. Das ist ja jetzt nur schon beim Interview schon so. Ja, ich habe schon. Ich habe schon Leute auf dem Sofa gehabt, die haben fast kein Wort rausgebracht. Oh. Also das ist mega bequem, wenn wir da kommen. Gut. Aber du fotografierst Frauen fotografierst du gar nicht? Doch. Mache ich auch. Dann natürlich Boudoir. Ich mache das so gerne. Okay, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Genau. Da bin ich überzeugt, dass sich eine Frau bei mir besser öffnen kann. Das ist natürlich noch ein Schritt weiter, ja. Wo natürlich eben die Männer sind meistens angekleidet. Bei dem vorher. Nicht immer. Nein, Scherz. Ja, aber eben, das Thema ist ja Man und Film und die nächste Person. Wie heisst er? Das ist der Francesco. Francesco. Der Franny. Du hast ein Faible für. Typen mit Tätowierungen? Ja, oder nicht Schweizer. Aha. Täuscht das? Stimmt, ja. Das stimmt. Wahrscheinlich. Seine Eltern sind Italiener. Nein, es ist wirklich ein Zufall. Also es ist auch in der Schweiz mittlerweile so, dass viele Migrationshintergrund haben und dann triffst du halt. Aber es ist jetzt mir auch aufgefallen. Hey, stimmt, ist mir gerade aufgefallen. Hi. Ja. Alle Schweizer, bitte schreiben mir. Gut, Chefverlauf auch wieder ganz also knapp. Also das macht, eben, das macht sicher das Ding aus, das objektiv Mittelformat. Mhm. Hast sofort den Hintergrund ein bisschen... extrem blurry. Ausblendet, macht es natürlich ein bisschen einfacher, dass nicht irgendwie noch gross geht. Ja. Ah, und was mir gerade auffällt, übrigens, mit Film fotografieren hast du viel du hast es einfacher wegen dem Licht. Weil da ist zum Beispiel 5 Uhr am Nachmittag
gewesen, Sonne, also ja, stärkere Sonne, und digital wäre seine rechte, also sprich linke Seite, ausgerissen. Ausbrennt, ja. Genau. Das heißt, das verzeiht der Film mehr. Ja, ja, okay, mega. Ja. Also du siehst noch recht viel, ja, Zeichnung. Du hast halt auch viel grösseres Helligkeitsspektrum, ja, wo die Kamera oder der Film abdeckt, wo du den Dings nicht macht. Eigentlich müssen meine Leute auf der Boden sitzen. Ja, aber das ist, ich glaube, das macht es eben auch aus, dass dann willst du andere Bilder bekommen, als das, was alle anderen machen. Ja, das stimmt. Und so flexibel müssen halt sein. Ja. Genau. Darum finde ich, unbedingt soll das Model oder eben die fotografierte Person ihre Lieblingslocation wählen. Oder? Also sie wählen die Location selber? Mehr oder weniger? Mehr oder weniger. Also ich frage einmal, eben, wo bist du gern, was machst du, ja, gern? XY, ich meine, wenn jetzt eben wie der Davide, er trinkt gerne Kaffee, er ist Italiener. XY, es hat wie zu dem La Stanza-Werbung in Zürich geführt. Ja, natürlich passt er dann auch perfekt rein, weil es seine Location, ja, ist. Ist, genau. Auf eine Art ist es ja logisch, mhm, aber ich glaube, viele Fotografen kommen gar nicht auf die Idee, dass der, wie die sagen, jetzt gehen wir irgendwo hin, was schön ist, aber eigentlich kann ein Model sagen, wo fühlst du dich am, mhm, wohlsten, da hast du schon, ja, mal 20%, ja, Wohlfühlfaktor erreicht. Also der nächste Schweizer wird dich übrigens im Wald fotografieren mit der Bratwurst. Weißt du, wie cool? Ist cool! Dort, also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, aber ich bin sehr gerne sehr häufig im Wald. Ja, machen wir. Im Winter oder im Sommer? Egal. Egal. Das ist kein Problem. Wir haben den Fuji-Film zum Pushen, also wenn es dunkel ist. Zwei relativ neue Aufnahmen. Die, mhm, habe ich das Gefühl, das Rechte ist jetzt nicht perfekt scharf. Mhm. Das ist das mega, dass du das siehst. Bist du das bewusst? Das ist. Dun, dun, dun. Jetzt kommt etwas wieder, genau, aus der Tasche. Und zwar. Sie hat noch ganz viel. Ah! Ich habe noch eine Canon One V. Ich finde es mega cool, dass du das gesehen hast. Das ist eine Canon One V. Das ist eine analoge Canon. Ja, EOS 1. Sprich mit einem 35mm Film. Da hast du 36 Schüsse. Kein Display hin. Nope. Das ist ein paar lustig. Aber sonst sieht sie aus wie. Von vorne kannst du es nicht meinen, dass sie analog ist. Nein. Also einer, der keine Ahnung hat. Ja. Der wird jetzt hier. Genau, suchen. Aber merkst du das Gewicht? Ja. Sie ist ein bisschen schwerer. Ich finde es mega. Sie ist. Du kannst sie mit deinen Canon-Objektiv brauchen. Ja. Leider ist sie momentan nicht gefühlt. Gefühlt. Geloadet. Ja. Aha, ich habe es einfach aufgemacht. Ja, nein, nein, nein. Wie man sieht es da. Genau. Ich brauche die auch recht oft, weil ich tue damals 35mm drauf. Und speziell an Hochzeiten oder Events, wo du schnell musst sein, die hat einen super Autofokus. Mhm. Mit der geht es schneller. Und mit der werden die Bilder anders, wie der Thomas gesehen hat. Das rechts ist mit, ja, der. Das ist mir schon etwas mal aufgefallen. Aber das ist einfach, die Werte nicht schärfer. Oder ist es einfach. Mhm. Vor allem mit dem 35mm Film hast du halt ganz ein kleines Negativ am Schluss. Ja. Und wenn das willst, grösser machen oder eben, wenn es. 35mm, das ist heute Vollformat auf dem Ding. Da schwärmen, mhm, alle davon. Du sagst, es ist, ja, ja, natürlich, es ist je nachdem, aus welcher Perspektive zu schauen. Aber gell, ich bin halt so eine, ich brauche 50mm und mache dann 1,2 oder 1,8. Ja, ja. Darum, und ich will dann wirklich nur seine Wimpern schauen. Ja, das ist. Okay. Aber es, ja, es ist einfach der Look, den es halt hat, und an dem muss man sich vielleicht als, sage jetzt, Millennium oder so, Millennial daran gewöhnen, weil es, mhm, einfach, man ist sich nicht gewöhnt an das. Mhm. An Bilder anzuschauen, die nicht perfekt scharf sind oder, mhm, nicht alles super scharf ist. Mhm. Das war früher überhaupt kein Problem gewesen. Das war einfach ganz normal gewesen. Ja, da haben wir gerade darüber geredet, über Jeffy. Sie ist gewollt. Jeff ist gewollt. Wie hat das Leben deine Fotografie verändert? Nein, die Fotografie dein Leben verändert. Also mein Leben hat meine Fotografie verändert, by the way. Und meine Fotografie, ja, auch mein Leben. Extrem, weil eben durch mein Burnout konnte ich das machen, was ich immer wollte machen. Mhm. Und ich rate das allen, macht mehr von dem, was euch erfüllt. Arbeitet nicht dort, wo ihr unglücklich seid. Und macht es heute und nicht erst morgen oder, ja, wenn ihr pensioniert sind. Genau. Ja. Also, wieso nicht jetzt? Ich frage viele Leute, wenn sie irgendeinen Traum haben, was willst du machen? Ja, ich will, ja, dann irgendwann mal das machen. Ja. Sagen, wieso machst du es nicht heute? Wieso gehst du nicht morgen, mhm, auf den Flughafen und nimmst, genau, den Flieger? Ja. Sagen, da sind immer Haufen Ausreden. Mhm. Aber wenn dann eben dein Körper dir sagt, hey Thomas, so geht das nicht mehr, dann. Das würde ich nie sagen. Weil ich bin ja schon dort, wo ich eigentlich. Ah ja, dann. Wenn ich, ja, ich arbeite nur 50% arbeiten. Also nein, ich müsste eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Ah. Aber ich kann arbeiten, weil es einfach zu langweilig ist, nicht arbeiten. Ja, das stimmt. Well done. Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter, also von dem her. Ah, was?
Er ist 35 geworden. Nein, ich bin schon 47. Aber wenn ich ein Burnout hatte, dann sieht man natürlich noch. Willst du mir sagen? Nein. Nein, es ist schon so. Man muss vielleicht zuerst einmal erleben, wie es nicht sollte gehen, um herauszufinden, was eigentlich, ja, welche Richtung man könnte gehen könnte. Ja. Und natürlich war es ein Risiko, dich selbstständig zu machen. Nein, weil ich habe ja Eltern aus Kroatien, sprich, die schauen schon. Ich bin damals, wie gesagt, 21 gewesen, hatte eine Wohnung und ein Auto, habe ja das irgendwie finanzieren müssen. Der Papi war aber da. Und der Papi hat gezahlt, ja, hat er nicht gesagt, verkauft. Nein, aber geworden. Weil ich gewusst habe, sie wären da, wenn etwas wäre. Okay. Habe ich gedacht, das kommt schon gut. Ich mache einfach. Gut. Ja, ein bisschen Risiko braucht es sicher. Ja, aber eben, wenn du weißt, die Familie steht hinter dir, ja, und sie unterstützen dich, traust dich eher. Sehr gut. Habe ich wirklich. Traut euch, wagt etwas, geht zurück zur alten Technologie, ist gar nicht schlecht. Ja, dann könnt ihr Zeit sparen vor dem Bildschirm. Genau. Mhm. Und dann kommen ganz andere Bilder rüber. Genau. Und schon. Danke vielmals. Danke auch. Ich habe übrigens ein Geschenk für dich. Ehrlich? Ja. Und zwar habe ich die Hälfte von einem Buch auf Film fotografiert. Und ich würde das gerne schenken. Ich weiss, du bist ein Süßer. Die Hälfte von einem Buch. Tada! Ah! IKQ. Das ist ein Buch, das ich mit der Mel gemacht habe. Und die Hälfte ist eben auf Film. Und vielleicht tust du gerne backen, dann kannst du nämlich... Ich habe viel Zeit, aber ich mache es zu wenig. Oder ich mache es nicht. Hält aber... Tag. Ja. Das ist für dich. Danke vielmals. Bitte, bitte. Das hast du kürzlich rausgebracht, einfach. Ja. Wo kann man es kaufen? Exlibris, Oreo-Füssli. Gibt ja zwar nicht mehr so viel Läden, aber online. Ich würde sagen, Exlibris ist nur noch ein Online-Business. Genau. Ja, cool. Wie ist das zustande gekommen? Die Melanie hat mich angefragt. Also sie macht Küche. Ja, sie macht Küche. Und hat jemanden gesucht, der genau, das Bild macht. Und ich halt am Anfang, komm, wir dürfen alles auf Film fotografieren, aber nein. Finanziell wäre das nicht gegangen. Aha, stimmt. Aber ich meine, was ist der Haken? Das ist nur finanziell, ja, finanziell, das definitiv. Wobei ein Kuchen, der läuft nicht weg, dann kannst du mit dem Stativ, ja, also müsstest du nicht so viel, aber du siehst auch nicht, ob es gut geworden ist. So ist es. Darum habe ich immer digital und analog fotografiert. Okay. Das ist einfach je nachdem das Beste genau. Ja. Okay, Schandpunkt, das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Cool, vielen Dank. Bitte, bitte. Und bis zum nächsten Mal. Yay.